Also alle, die da sind, kommt nochmal zusammen. Es sind genügend Plätze da, hier vorne auf unserer Tribüne und an der Tribüne. Gleich werden wir die schnellsten Fahrer in dieser Klasse hier sehen, und zwar über die Viertelmeile. Ich hatte es bereits erwähnt, Zeiten unter 9 Sekunden, 8,701 für Micha Vogt. Der aktuelle Streckenrekord gegen Gregor Staczewski mit einer Bestzeit von 8,798. Das wird also das spannendste Rennen jetzt um den King of Germany. Und in wenigen Momenten geht es hier an der Strecke auf der Viertelmeile direkt los. Langdurchzechten Party nach der wohl legendärsten überhaupt hier im Imkreis. Ja, freuen wir uns jetzt, euch quasi eins der Highlights zu präsentieren. In wenigen Momenten geht es los. Die beiden Fahrer präparieren jetzt letztmals ihre Fahrzeuge und dann treten die stärksten und schnellsten aus diesem Wochenende gegeneinander an. Und ich bin gespannt, werden wir einen weiteren Streckenrekord hier sehen? Ja oder nein? In wenigen Momenten wissen wir mehr. Also, präparierte Strecke haben wir und gleich geht's los. Gänsehaut pur. Trackstar Sport vom Feinsten hier in Alkersleben. Auf der linken Bahn Gregor Staczewski gegen Micha Vogt und den King of Germany 2017. Also, ich bin gespannt. Der Beste, der Schnellste, der Lauteste gewinnt hier in Alkersleben. Also auf der linken Fahrbahn, das ist tatsächlich